Wie BI, eine Pipeline bahnbrechender Impfstoffe, lassen Sie uns die Story anschauen. Jeff, am 6. Mai 2016 haben Sie eine Fusion mit CIVAC Therapeutics angekündigt. Wie hat dies Ihr Leistungsangebot geändert? Es war wirklich eine Wende. Früher waren wir eine Firma für frühklinische Entwicklung, aber diese Fusion hat unsere Firma sofort in den medizinischen Endmarkt gefördert. Damals waren unsere Produkte nur in kleineren Märkten lizenziert. Nun haben wir die Möglichkeit, unsere Blockbuster-Produkte in Nordamerika, Nordeuropa und in Japan abzusetzen. Meinen Sie jetzt den Hepatitis B-Impfstoff? Ja, genau. Hier geht es um eine Impfung der dritten Generation, die speziell entwickelt wurde für die Patienten, die auf Standardimpfungen nicht reagieren. Sowohl bei geringen als auch bei großen Dosen übertreffen die Untersuchungsergebnisse die aktuellen Standards. Viele Zuschauer möchten mehr von Ihrer Firma und Ihren Marktplätzen wissen. Zuvor wurden Ihre Aktien auf der Nasdaq notiert, aber nach der Fusion sind Sie auch in die Listen der Aktienbörse Toronto aufgenommen, nicht wahr? Das stimmt. Auch für die Finanzstruktur unseres Unternehmens war diese Transaktion bahnbrechend. Früher hatten wir unser Eigenkapital selbst gesteuert und hatten drei langfristige biomedizinspezialisierte Großinvestoren. Diese Fusion brachte uns einen weiteren langfristigen medizinischen Investor und noch sechs weitere Aktionäre. Lassen Sie uns von diesen Namen sprechen. Sie haben einige branchenführende Investoren. Erzählen Sie uns doch. Die Akquisition von CIVAC hat zu unserem Portfolio-Investoren-Pool Dr. Phil Frost und Oetker hinzugefügt. Oetker ist eine sehr große Biotech-Firma mit Sitz in den USA und mit dem Marktwert von 45 Milliarden Dollar und einem wachsenden Portfolio von Tochterfirmen. Nun gehören wir dieser Familie an. Dies ist unser größter Aktionär. Der zweitgrößte Aktionär ist die Beratungsfirma Perspective Life Science, ein US-Fonds, vererbt mit VBI. Im letzten Jahr war das der erfolgreichste Biotechnologiefonds in Nordamerika. Wir haben noch zwei Venture-Investoren vererbt, Art Ventures und Glass. Die beiden Investitionsfirmen sind jeweils mehr als eine Milliarde Dollar wert und investieren nur in Biowissenschaften. Fantastisch, das sind die größten Investoren auf dem Gebiet der Biotechnologie und Biowissenschaften. Wie groß sind die Anteile des Managements und der Investoren an der Firma? Die Führungskräfte bilden einen großen Teil unseres Engagements. Sie besitzen ca. 12% des Unternehmens. Weitere 68% gehören den vorgenannten vier institutionellen Investoren. Dies macht etwa 80% der allgemeinen Aktien aus, welche entweder den strategischen medizinspezialisierten Investoren oder den Mitarbeitern gehören. Das ist eine perfekte Leistung für solch eine plattformbildende, technologieführende Firma, die Sie aufgebaut haben. Aber ich habe gehört, dass auch Ihre Insider das Kapital aufgestockt hätten. Genau, dies verbesserte unsere Bilanzen und bereitete uns auf die Wachstumskatalysatoren der nächsten 18 Monate vor. Von unseren großen Insider-Investoren haben wir fast 14 Millionen Dollar beschaffen. Es war eigentlich der Höchstbetrag, den wir uns laut den Insider-Richtlinien der Nasdaq leisten konnten. Und zwar investierte Oetker 5,5 Millionen Dollar, Perspective Life Science weitere 5,5 Millionen und Art Ventures und unser Vorstandsvorsitzender Steve Gillis weitere 2,5 Millionen. Sie haben eben erwähnt, Sie hätten in Wachstumskatalysatoren investiert. Könnten Sie bitte auf einige davon hinweisen? Klar, wir haben ein ausgezeichnetes Portfolio von Frühstadium-Aktiva. Es sind klassische, hochriskante, aber sehr einbringliche Vermögenswerte. Jedes davon kann sich potenziell zu einem Multimillionen-Dollar-Produkt auf einem komplett unerforschten medizinischen Gebiet entwickeln. Es sind wirklich hochinnovative wissenschaftliche Lösungen für den unbefriedigten medizinischen Bedarf in sieben Großmärkten. Das CMV-Projekt ist sehr erfolgsversprechend. Die Daten werden bearbeitet und das Ergebnis wird hoffentlich im ersten Halbjahr 2017 vorliegen. Die ganze Branche ist drauf gespannt. Seit 25 Jahren arbeiten wir an der Bekämpfung der kongenitalen CMV-Infektion, welche am häufigsten Geburtsfehler verursacht. Diese Daten werden Anfang 2017 vorliegen und falls alles stimmt, haben wir
ein am Menschen geprüftes Konzept vorliegen. Zweitens, dank der Erweiterung der VLP-Plattform in den Immunologiebereich haben wir interessante Lösungsansätze in Onkologie für Bekämpfung des Glioblastoms bei Erwachsenen und des Medulloblastoms bei Kindern. Wir wollen diesen Ansatz noch gegen Jahresende offiziell eintragen lassen. Wegen der hohen Mortalität dieser Krebsarten können wir leider das Konzept nicht so schnell an Menschen prüfen hinsichtlich der Verlängerung des Lebensdauers. Also dies war das Frühstadium-Portfolio. Aber wir führen auch marktreife Aktiva. So wurde Sivivac in Israel und in einigen anderen hochregulierten Märkten lizenziert. Wir werden mit der Lizenzierung in Europa und in den USA versuchen. Wir werden unsere Entwicklungspläne mit der FDA in den USA und der Europäischen Arzneimittelagentur abstimmen. Wir hoffen, mit registrierten klinischen Tests Anfang nächsten Jahres zu beginnen. Fantastisch, da haben wir eine gut kapitalisierte Firma mit einem unglaublichen Management und marktführenden Investoren. Der Erfolg ist einfach unausweichlich. Jeff, wo können wir über Ihre Firma Näheres erfahren? Unsere Webseite heißt vbivaccines.com. Auf dieser Plattform sind viele Materialien vorhanden, inklusive Schulungsvideos. Das hört sich spannend an. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Wir freuen uns auf die Zukunft von VBI. Absolut, meine Damen und Herren. Ich bin Edward Carr von Global Biotech Network in Zusammenarbeit mit Dukascope TV. Bis demnächst.